Willkommen zurück zu einem neuen Part, Halo 2. Vielleicht sogar schon der letzte Part, ich bin mir nicht sicher. Wir nähern uns dem Finale. Komm, Mensch, es ist leicht. Nimm das Symbol in deine Hand. Tu, was man dir sagt! Bitte, vorsichtig! Dieser Reclaimer ist empfindlich. Noch ein Wort, Orakel, dann reiß ich dir die Augen aus. Was nichts im Warum Vergleich ist diese Cutscene asynchron? Tartarus, aufhören. Unmöglich. Legen Sie es hin. Hinlegen und die Hierarchen verraten? Das ärgert mich, aber kann ich nichts. Die nicht einmal die Hierarchen verstehen. Vorsicht, Gebieter. Was Sie sagen, ist Ketzerei. Wirklich? Orakel, was ist Halos Zweck? In ihrer Gesamtheit sind sie... Kein Wort mehr! Bitte! Nicht die Glühbirne erschüttern! Wenn Sie Ihr Gehirn behalten wollen, sagen Sie denen, Sie sollen die Füße stillhalten! Bitte sehr, Sie sind dran. Die Heiligen Ringe, was sind sie? Ultimative Waffen, gebaut von den Blutsvätern, um potenzielle Flattfeinde zu eliminieren und zu harmlosen Parasiten zu machen. Und jene, die Ringe fertigten? Was geschah mit den Blutsvätern? Als alle taktischen Möglichkeiten ausgeschöpft waren, aktivierten sie die Ringe. Sie und jegliches intelligente Leben, 3 Radii vom galaktischen Zentrum entfernt, starben. Wie geplant. Möchten Sie die relevanten Daten sehen? Tartarus, die Propheten haben uns verraten. Nein, Gebieter. Die große Reise hat begonnen. Und die Brutes, nicht die Eliten, werden die Propheten eskortieren. Ja, wie gesagt, schade, dass die Cutscene asynchron war. Aber das lag nicht auf der Aufnahme, das lag einfach am Spiel selbst. Ich falle hier fast runter. Ich kann hier nicht einfach so rüberspringen. Ich muss warten, bis mein Zug kommt. Tartarus töten. Ja, er wollte nicht hören. Dann muss er eben... Fühle euch, statt ich werde tot. So weit hoch wollte ich dann jetzt doch auch nicht. Was ist das für ein krasses Battlefield? Nein, ich will nicht. Aber hier sind Waffen. Das ist ganz gut zu wissen. Freund oder Feind? Oh. Ich habe den Boss vergessen, der mit dem Hammer da rumeiert. Nicht so clever. Aber er hält auch verdammt viel aus. Hey. Muss ich erst was aktivieren, um sein Schild? Das sieht aus, als ob er so ein Schild hätte, als ob ich das irgendwie deaktivieren könnte. Oder nimmt er Schaden? Er hat einfach nur so eine krasse Aura, weil er ein krasser Dude ist, der nicht gegen Wände läuft. Ich gehe einen Stock höher, wenn du nichts dagegen hast. Menschen. Okay, wir kämpfen alle gemeinsam gegen ihn. Wo ist der Große? Da ist der Große. Sein Schild ist down, jetzt nimmt er Schaden. Wenn es sich wieder regeneriert hat. Oh oh, ich hänge fest. Nein! Oh Gott. Was war das denn? Er hing in der Luft irgendwie fest, oder? Das sah alles nur so aus. Er ist tot! Seinen Hammer kann ich nicht nehmen. Aber er wollte nicht hören.
muss er eben fühlen. Die große Reise, wie sie es nennen, muss aufgehalten werden. Sie war's. Ganz schön gefährliche Position. Da soll er immer nicht schlecht werden. Ein Karussell zu schießen. Aber sie konnte nicht aufhalten. Oder? War es zu spät? Was ist das? Ein Signal? Was tut es? Kommuniziert mit Überlichtgeschwindigkeit auf einer Frequenz von... Kommuniziert womit? Den anderen Anlagen. Zeigen Sie. Sicherheitsprotokoll. Im Falle unerwarteter Abschaltung wird das System in den Standby-Modus versetzt. Alle verbleibenden Plattformen sind jetzt bereit für Fernaktivierung. Fernaktivierung? Von hier? Machen Sie Witze? Hör zu, Blechdose. Mach mich nicht... Von wo dann? Wohin würde jemand gehen, um die anderen Ringe zu aktivieren? Na, zur Arche natürlich. Und wo, Orakel, ist das? Fernaktivierung von der Arche? Wir haben neuen Kontakt. Unbekannter Klassifikation. Das ist keiner von uns. Feuer frei. Hier ist Spartan 117. Jemand hören. Over. Signal isolieren. Master Chief, würden Sie mir wohl sagen, was Sie auf diesem Schiff tun? Sir... diesen Kampf beenden. Ja, jetzt ist erstmal wichtiger, die Erde zu retten. Aber dass jetzt alle verbleibenden Halo-Ringe, ich meine, es waren 6, habe ich gerade gezählt, fernsteuerbar sind von einem Ort namens die Arche, ist das größte Problem. Da bringt es auch nicht viel, wenn wir die Erde retten. Stimmt, Cortana ist noch dort. Oder zumindest eine Kopie. Oh Mann, jetzt geht's ab. Ein Erfolg. Warte. Warum bin ich im Hauptbildschirm? Das war die große Reise? Das war das Finale? Okay. Dann war das Open End zu Halo 2. Dann geht es in Halo 3 wohl um die Arche und um die Verteidigung der Erde. Gut. Doch ein etwas überraschenderes Ende. Aber okay. Cortana spricht mit dem Leiter der Flood. Und ist noch auf dem Halo-Ring. Er ist ja nicht zerstört. Die anderen Halo-Ringe sind fernaktivierbar. Von einem Ort, was sich die Arche nennt. Und wahrscheinlich heiß umgärt sein wird. Weil die Allianz
immer noch die große Reise startet und die Ringe aktivieren will, auch wenn sie nicht wissen, dass sie damit jegliches Leben im Universum auslöschen. So im Ganzen ein böniger Nachfolger. Und gerade mit diesem Ende würde ich sagen, das macht Lust auf Halo 3. Was wir auch noch spielen werden. Keine Sorge, die Zeit wird kommen. Ich bedanke mich erstmal für die Aufmerksamkeit und für alle, die bei diesem Projekt dabei waren. Auch wenn es doch ab und zu ein paar Pausen gab. Lasst einen Daumen da, wenn euch das Video und auch gerne das Projekt gefallen hat. Und ja, verpasst nicht die nächsten Projekte. Und wir sehen uns spätestens wieder bei Halo 3. Also, bis dann und ciao.